Willkommen aus Berlin auf der IFA 2014, wo wir hier das neue Moto G haben mit einem größeren Bildschirm. Jetzt haben wir 5 Zoll auf HD-Display und ansonsten hier, wie ihr sehen könnt, haben wir weiterhin ein wirklich sehr schönes Display. Auch von der Seite kann man das hier wunderbar anschauen und wir haben das auch in Weiß, je nachdem, wer es natürlich dann haben wollte. Wir gehen einmal um das Gerät rum und dann schauen wir uns ein bisschen Software an. Wie ihr sehen könnt, wir haben weiterhin unten Micro-USB, oben Kopfhöreranschluss und noch ein Mikrofon. Und auf der anderen Seite haben wir einen An- und Ausschalter und Lautstärkeregler, beziehungsweise sind wir schon einmal rumgekommen. 8 Megapixel hinten und 2 Megapixel vorne als Kamera und ein Blitzlicht auch mit dabei. Wir können hier die Rückseite abmachen. Dann kommen wir leider nicht an den Akku dran, der 2070 mAh hat und damit wahrscheinlich lange halten sollte. Aber wir kommen an die 2 SIM-Karten ran, also hier ist eine Dual-SIM-Version und an MicroSD auch hier relativ einfach ran. Also wir können auch den internen Speicher erweitern, der in dem Fall wieder mal 8 GB hat, wie wir es hier sehen können. Wird es allerdings wahrscheinlich auch wieder mit einer größeren Variante geben. Dadurch, dass wir die Rückseite abmachen können, können wir auch zwischen verschiedenen Farben hier wählen, wie ihr sehen könnt. Hier im Hintergrund allerdings wird es natürlich noch mehr Farben hier geben und wie ihr merkt, die Rückseite ist auch nicht so einfach abzumachen, also sie wird nicht einfach so abfallen. Ich finde es allerdings ein bisschen schade, dass wir weiterhin den Akku nicht tauschen können. Dadurch ist allerdings das Gerät schön dünn. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen die Kameras an und die andere Software, wie ihr sehen könnt. Alles schön schnell, also in der Geschwindigkeit gibt es hier auf jeden Fall keine Probleme, dank dem Snapdragon 400 Prozessor und einem Gigabyte RAM. Und wir müssen einfach hier den Bildschirm berühren und schon können wir einen Schnappschuss machen. Und von der Seite, wenn wir hier eine Geste das Menü reinziehen, können wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, wie ihr hier sehen könnt, falls euch wundert, wo denn die anderen Tasten sind. Und Videos können wir auch ganz einfach aufnehmen oder auf die vordere Kamera wechseln, die mit 2 Megapixeln auch schöne HD-Bilder hier oder Videos entsprechend dann machen kann. Genau, dann können wir ein bisschen auch mal Spiele anschauen, zum Beispiel Temple Run sollte relativ schnell starten, hoffentlich. Das Gerät wird für 199 Euro übrigens erhältlich sein in den nächsten Wochen schon. Und wie ihr sehen könnt, dank dem Snapdragon 400 Prozessor, wie gesagt, auch Spiele auf dem HD-Display sind kein Problem. Gut, gehen wir ein bisschen wieder raus. Dann eine neue Besonderheit von dem Moto G ist, dass wir gleich 2 Lautsprecher vorne haben. Heißt, wir können wunderbar auch Musik hören. Ich gehe mal kurz hier in die Telefonfunktion rein und hier könnt ihr sehen, auch das ist alles wunderbar schön gestaltet. Wir haben ja auch sogar jetzt WLAN hier, wo wir entsprechend auch mal kurz einfach die Tastatur ausprobieren können, die natürlich eine Standard-Android-Tastatur ist. Android 4.4 haben wir installiert, aber wir haben eine Garantie, dass wir auch die nächste Android-Version auf jeden Fall hier noch drauf bekommen werden. Per Swipe könnten wir hier auch schreiben, ist allerdings gerade ausgestellt. Ich drehe das Display mal kurz und dann merkt ihr auch, das dreht hier relativ schnell mit bei dem Gerät. Genau, und das war es auch schon mit dem ersten Hands-on des neuen Motorola Moto G. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.